Am Wochenende war das Mekka für Vogelliebhaber und Züchter die Exota in der Messe Chemnitz. Zum 50. Mal hatte die Vereinigung für Zucht und Erhaltung einheimischer und exotischer Vögel, kurz VZE, zur Bundesausstellung geladen. Die Einladung wurde von vielen Ausstellern angenommen. Wir haben hier für die allgemeine Ausstellung ungefähr 60 Aussteller und für die Meisterschaft da sind es ca. 200. Über 5000 Besucher bewunderten die 100 Biotopfolieren. In denen waren mehr als 200 Vogelarten in ihrer nachempfundenen Umwelt und in natürlichen Lebensgemeinschaften zu sehen. Auf 1500 Quadratmetern wurden Vögel aller Kontinente und Arten gezeigt. Trotz des grundsätzlichen Verzichts auf die Präsentation von Wassergeflügel gab es dieses Jahr eine kleine Sensation. Ja, die Rotschulterenten sind erstmal so ohnehin sehr hübsche, niedliche Entlein. Und hier haben wir, der Züchter hatte das Glück, dass er noch ein Zweitgelege hatte, sodass wir zu dieser Jahreszeit noch kleine Küken haben. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit der heutigen Ausstellung, die sich nicht so ohne weiteres wiederholen wird. Natürlich war ein Hauptanliegen der Bundesausstellung auch die Prämierung und Auszeichnung der Züchter und ihrer kostbaren Lieblinge. In zahlreichen Kategorien gab es Preise für die erfolgreichsten.